Yeah, boy. Hallo meine schleimig-liebigen Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal, hier auf der Slime Army mit dem Benny. Und heute gibt es, wie ihr es im Titel schon gesehen habt, einen kleinen Redstone-Anfänger-Guide. Was verstehe ich unter Anfängern in Redstone? Dieses Video ist für Leute da, die wirklich gerade erst mit Minecraft angefangen haben oder besser gesagt keine Ahnung hatten, dass es so solches Zeug Redstone überhaupt gibt oder geschweige denn, was man damit machen kann. Also hier werden wirklich die absoluten Grundlagen erklärt. Wenn ihr gerne einen zweiten Teil haben wollt, wo ich vielleicht etwas kompliziertere Sachen erkläre, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber jetzt legen wir erstmal damit los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Tipp Nummer 1, die Signalgeber. Signalgeber sind dazu da, um Objekte, die in irgendeiner Weise was mit Redstone zu tun haben, zu bepowern. Oder wie man es auf Deutsch sagt, zu aktivieren. Sei das jetzt ein Piston, den man ausfährt, etwas aus einem Dropper oder Dispenser rauskommen lassen, eine Lampe anschalten oder auch eine Tür öffnen. Das alles und noch viel mehr können die Signalgeber eben anschalten. Von den Signalgebern gibt es nicht wenige. Ich habe hier mal so ziemlich alle aufgebaut. Und was erstmal wichtig ist, die geben immer ein Signal aus, das 15 Blöcke lang ist. Hier, ich habe das mal abgemessen. Es geht immer bis an diese Stelle. Ist ja ein weit verbreiteter Irrtum, oder zumindest soweit ich mich erinnern kann, dass ein Redstone-Block irgendwie ein längeres Signal ausgibt als ein Hebel oder eine Fackel oder was weiß ich was. Das ist ein Irrtum, es sind immer genau 15 Blöcke. Eine Ausnahme gibt's, aber dazu kommen wir danach noch. Als erstes kommen wir mal zum Hebel, das ist so ziemlich der Standardsignalgeber. Der hat zwei Zustände, entweder er ist eingeschaltet, dann erscheint hier so ein Redstone-Partikel, dann gibt er das Signal aus. Oder er ist ausgeschaltet, dann gibt er das Signal nicht aus. So viel dazu. Dann haben wir den Redstone-Block. Dieser gibt einfach immer ein Signal aus, wenn er da steht. Den kann man nicht irgendwie ausschalten oder so. Der gibt einfach immer sein Signal aus. Es sei denn, er ist nicht da. Seht ihr, jetzt ist aus, jetzt wieder da. So viel dazu. Als nächstes haben wir die Redstone-Fackel, die verhält sich ziemlich ähnlich. Auch diese gibt immer ein Signal aus, wenn sie hier steht. Allerdings kann man diese auch deaktivieren, aber dazu kommen wir später noch. Aber ansonsten gibt die auch immer ihr Signal aus. Als nächstes haben wir die Druckplatten, die Steindruckplatte und die Holzdruckplatte. Von den Holzdruckplatten, die gibt es eben noch in den verschiedenen Holzsorten, aber da gibt es keine Unterschiede. Beide geben immer dann ein Signal aus, solange sich ein Objekt darauf befindet. Hier zum Beispiel oder auch hier. Der Unterschied zwischen den beiden Dingern ist, die Holzdruckplatten, die aktiviert sich auch, wenn irgendein Item drauf liegt. Die Steindruckplatten, die machen das nicht. Auf eine Holzdruckplatte, das ist auch relativ lustig, kann man auch mit Pfeil und Bogen drauf schießen. Da werden die auch aktiviert, wie ihr sehen könnt. Als nächstes die Knöpfe. Die geben immer ein kurzes Signal aus. Also die drückt man, geben ein kurzes Signal aus und schalten sich auch automatisch danach wieder aus. Die unterscheiden sich auch noch ein bisschen. Also auch hier gibt es Stein und Holz. Und auch die Holzknöpfe, die unterscheiden sich untereinander eben nur im Aussehen. Alles nur ein bisschen, ja, nur Aussehenssache. Je nachdem, was man eben bevorzugt, welche Holzsorte. Ich werde jetzt aber nochmal beide Knöpfe drücken und dann wird euch vielleicht ein kleiner Unterschied auffallen. Steinknopf. Und Holzknopf. Na, wem ist es aufgefallen? Richtig. Der Holzknopf, der bleibt etwas länger eingeschaltet. Also der hat eine längere Zeit, in der er eingeschaltet ist, wenn man ihn drückt. Der Steinknopf, der geht früher aus. Ich kann es euch mal zeigen. Ich drücke die jetzt mal schnell hintereinander. Ihr habt gesehen, ich habe den Holzknopf früher gedrückt und trotzdem sind beide gleichzeitig ausgegangen. Und auf den Holzknopf kann man ebenfalls mit Pfeil und Bogen schießen, wie ihr sehen könnt. Ich habe da hinten immer mal Dispenser hingestellt und ihr kennt eben daran, dass das Signal ausgegeben wird, dass da eben mal eine Rakete rauskommt. Als nächstes haben wir die Tripwire Hooks. Ne, Tripwire, nicht Trapwire. Ich bin wahrscheinlich deswegen auf Trapwire gekommen, weil die eben die Funktion haben, dass man damit eben Fallen bauen kann oder sowas. So war es zumindest von Mojang gedacht. Es sind so eine Art, wenn man so möchte, unauffälligere Druckplatten. Ob sie wirklich unauffälliger sind oder nicht, darüber kann man sich streiten. Allerdings haben auch diese Funktion, wenn man die jeweils hier an einen Block dran setzt und die mit einem String verbindet, also hier mit diesem Ding, was Spinnen droppen, und man dann auf diesen String drauf geht, dann aktivieren die sich. Das macht man folgendermaßen, ich zeige es euch jetzt einfach mal. Da ist so ein Tripwire-Hook, oder besser gesagt ein Haken dran, an die andere Seite, genau gegenüberliegenden Haken dran, String dazwischen, dann sind die verbunden und dann an den Block, wo eine Dingens, wie nennt man es, wo so ein Redstone-Spur dran ist, die wird dann aktiviert.
Weil hier an dem Block, wo der Haken dran ist, da wird eben eine Redstone-Spur aktiviert. Auf der anderen Seite würde das auch funktionieren. Als nächstes kommen wir, sagen wir mal, zu den kompliziertesten Signalgebern. Und zwar die Wegeplatten. Einmal gibt es die Goldwegeplatte und die Eisenwegeplatte. Die Goldwegeplatte ist deutlich empfindlicher, die Eisenwegeplatte nicht ganz so deutlich. Ich werde jetzt aber, weil es einfach von den Lippen geht, Feinwegeplatte, genau so heißt es auf Deutsch, werde ich Golddruckplatte nennen und die Grobwegeplatte werde ich Eisendruckplatte nennen. Wie gesagt, das ist halt einfach zu sagen. Die sind einfach, wenn man so möchte, Wagen. Also mit denen kann man wiegen, wie viele Objekte da drauf sind. Was wichtig ist, stackbare Objekte sind dann nur stackbare Objekte, das kann ich euch mal zeigen. Oh, weil ich zeige euch erstmal, was passiert, wenn ich zwei verschiedene Sachen, zwei verschiedene Items drauf werfe. Ein Block oder ein Item ist erstmal ein Block lange Redstone-Spur. Wenn ich da zwei verschiedene Dinger drauf werfe, sind es dann zwei Blöcke lang, die Redstone-Spur reicht. Allerdings, wenn ich jetzt einen Block, Moment, ich stelle mich erstmal drauf. Wenn ich da jetzt einfach einen Block drauf werfe, zählen die auch alle nur als ein Objekt, weil es eben ein Stack vom selben Item ist. Erst wenn dann das 65. Item drauf geht, oder beziehungsweise bei Schneebällen oder Eiern das 17., wird dann auch das zweite Ding aktiviert. Und wie wir sehen, auch wir zählen als ein Objekt. Die Ausnahmen sind allerdings Minecarts, weil sich die ja nicht so stacken lassen. Seht ihr? Hier, die kann ich nicht irgendwie aufeinander drauflegen. Das funktioniert nicht. Deswegen zählen die auch nur, wenn man die da drauf machen würde, auch nur als ein Objekt. Der Unterschied ist, die Goldwegeplatte zählt immer so ein Objekt, zwei Objekt, drei Objekt und so weiter, bis es eben 15 ist. Dann ist auch hier die Maximalstärke erreicht. Und die Eisenwegeplatte zählt 1 bis 10, 11 bis 20, 21 bis 30 und so weiter, bis man eben dann bei 150 angekommen ist. Und ab 150 geht dann das Signal eben 15 Blöcke lang. Das ist der Unterschied zwischen den Dingern. Die ist halt nicht so empfindlich wie die Golddruckplatte, die Eisendruckplatte. Genau, so viel zu den Signalgebern. Kommen wir gleich zu Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2, den ich euch gebe, sind die verschiedenen Arten von Signalen und wie man sie umleitet. Erstmal, woran unterscheiden sich Signale überhaupt? Signale unterscheiden sich immer dann, je nachdem, wie sie in einen Block reinlaufen. Wenn wir jetzt einfach so eine Redstone-Spur haben, die in den Block reinläuft, haben wir ein weiches Signal. Ich zeige euch das mal jetzt, wenn ich den Hebel anmache, geht das Signal einfach so in den Block rein, dann haben wir hier ein weiches Signal drinne. Alle Blöcke, die in irgendeiner Weise mit Redstone interagieren, die werden dann aktiviert. Allerdings, wenn ich dahinter eine Redstone-Spur weiterführen möchte, das funktioniert nicht. Das zeige ich euch mal schnell. Hier geht in den Block rein. Hier ist ein weiches Signal drin. Aber hier kommt dann kein Redstone-Signal durch, weil es eben nur ein weiches ist. Und die Redstone-Lampe, die hier mit dem Zeug verbunden ist, geht dann selbstverständlich auch nicht an. Beheben kann man das, also dass das Signal auch hier da durchgeht und dann hier weitergeführt wird mit einmal dem Redstone-Repeater oder dem Redstone-Komparator. Die legt man einfach hier an den Block dran. Pass auf, dass sie in die richtige Richtung zeigen. Und dann geht das Signal hier auch durch. Seht ihr? Hier habe ich jetzt mal den Repeater genommen. Jetzt nehme ich den Komparator. Zack. Und schon geht die Lampe auch hier an. Man kann es auch theoretisch so machen, dass man hier die Redstone-Spur hinlegt und dann einfach danach was hinlegt. Das funktioniert auch. Man hatte hier im Endeffekt zwar immer noch ein weiches Signal, aber im Endeffekt gibt es keinen Unterschied, weil das Signal dadurch eben trotzdem durchkommt, da wenn man so möchte, der Verstärker wird eben durch das weiche Signal aktiviert und zieht es dann demnach raus. Aber so viel dazu. Als nächstes kommen wir dazu, wie man Signale umleitet. Hier habe ich euch erstmal ein paar Beispiele aufgebaut. Erstmal ein kleines Gedankenexperiment. Wenn ich den Hebel umlege, was glaubt ihr, welche Lampen werden angehen? Ich schalte ihn jetzt mal um. Wie wir sehen, die Lampe geht an, die untere geht an, die obere bleibt ausgeschaltet. Das liegt daran, hier die Lampe die geht eben einfach deswegen an, weil das Redstone-Signal in sie reinläuft. Das ist eigentlich relativ logisch. Und was ihr auch wissen müsst, eine aktivierte Redstone-Spur aktiviert auch immer die Blöcke, die darunter sind. Also jetzt nicht nur hier die Blöcke, oder hier die Luftblöcke, die jetzt hier sind. Nicht nur da wird ein Signal hingeleitet, sondern auch in den Block darunter. In den Block darüber allerdings nicht. Aber weil eben auch das Signal in dem Block nach unten untergeht, wird die Lampe eben auch angeschaltet. Der Hebel macht mit dem Block hier dasselbe. Ich kann euch das jetzt gelegentlich mal zeigen.
Ja, auch das Ding hier geht an. Okay, außerdem, was auch wichtig ist, ein Signal kann man mit Hilfe von einem, ja, theoretisch würde es auch so gehen, aber ein Signal lässt sich mit einem Redstone-Repeater zwar nach unten, war auch mit einem Komparator, sage ich lieber dazu, nach unten allerdings nicht nach oben weiterleiten. Das ist relativ wichtig zu wissen. Der Repeater oder der Komparator, der kann das Signal nicht von unten nach oben rausziehen. Ist wichtig zu wissen. Nach unten allerdings kann er das und unser Signal kommt an. Wenn ihr es nach oben leiten wollt, dann nehmt ihr einfach kein zusätzliches Item, dann nehmt ihr einfach nur eine ganz normale Redstone-Spur. Ich dachte, ich sag's einfach mal dazu. So, hier oder anhand von dem Beispiel hier könnte man sich jetzt die Frage stellen, wie kann man denn dafür sorgen, dass auch der Block darüber aktiviert wird? Das können wir zum Beispiel mit einer Fackel machen. Ich habe hier mal eine kleine Fackel hingestellt und wie ihr seht, die ist allerdings gerade ausgeschaltet. Hier läuft eine Redstone-Spur rein. Dasselbe ist da hinten der Fall. Die Redstone-Spur läuft in den Block. In dem Block ist ein Signal drin. Hier ist es auch egal, ob es ein weiches oder ein hartes Signal ist. Solange hier ein Signal reinläuft und da eine Redstone-Fackel dran ist, wird die deaktiviert. Die sendet dann kein Signal mehr. Das ist so das Spezielle der Redstone-Fackel. Die ist von Natur aus an. Andere Sachen sind eben von Natur aus ausgeschaltet. Und jetzt haben wir sie hier eben ausgeschaltet. Wenn wir es jetzt ausmachen, geht die Redstone-Fackel dafür an und der Block darüber wird dann bepowert. Also immer da, wo hier die Flamme von der Redstone-Fackel hinzeigt, der Block wird dann auch bepowert. Hier nach oben in dem Fall. Und dadurch geht das Redstone hier an und die Lampe wird auch anspringen. Das funktioniert auch, wenn man die Fackel einfach hier darüber legt. Hier kann ich euch zeigen. Moment. Hier die Fackel geht an, aktiviert die Lampe. Wir machen jetzt einfach mal überall was dran. Hier geht leider nicht, weil hier schon das Redstone liegt. Und wenn ich das jetzt anmache, dann gehen hier alle Fackeln aus. So viel dazu. Und jetzt kommen wir direkt zu Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3 sind die Redstone-Repeater und die Redstone-Komparatoren. Wir fangen aber erstmal mit den Repeatern an. Auf Deutsch heißen sie so viel wie Verstärker. Oh, es bedeutet nicht so viel, aber sie heißen Verstärker. So craftet man sie, wir legen drei Cleanstone oder drei ganz normalen Steine hier in die untere Leiste, in die Mitte kommt ein Redstone und hier an die Seiten kommt dann ein Redstone-Fragment und dann erhalten wir den Repeater. Wie ihr seht, dieses Signal geht deutlich länger als 15 Blöcke. Und da hinten steht zwar ein Dispenser, der eine Dingens drin hat, eine Rakete, ich kann euch das mal zeigen. Auch da sind Raketen drinne, hier sind ebenfalls Raketen drinne. Allerdings, wenn wir das Signal hier anmachen, geht das Ding trotzdem nicht an, denn das Signal reicht ja nur 15 Blöcke. Und hier kommt eben der Verstärker ins Spiel, durch den geht das Ding bis da hinten weiter. Was hier beim Verstärken wichtig ist, mal der Redstone-Verstärker erhöht die Signalstärke immer auf 15 weitere Blöcke. Also hier das Signal, was hier rauskommt, das reicht immer auf 15 weitere Blöcke. Dann kommen wir zu der zweiten Funktion, die der Verstärker hat. Und zwar schalte ich jetzt mal hier diesen Hebel hier um und dann achtet mal genau auf die Lampen. Weil ich zeige euch erstmal hier den Repeater, die beiden Repeater, den Repeater und den Repeater, beziehungsweise Verstärker. Ich mache jetzt mal an, genau hingucken. Ihr habt es alle gesehen. Die Lampe hier ist als erstes angesprungen, danach sind die beiden gekommen, die sind gleichzeitig angesprungen und als letztes ist die hier angesprungen. Das liegt eben an diesem an diesem zweiten kleinen Lämpchen hier, an dieser zweiten kleinen Redstone-Fackel, die ja an dem Repeater dran ist. Je nachdem, wie weit die nach hinten verschoben wird, desto mehr wird das Signal verkürzt. In Redstone misst man die Zeit mit Ticks, oder man misst sie nicht unbedingt, aber da wird die Zeit meistens so mit Ticks angegeben. Und hier an der Stelle wird das Signal eben langsamer gemacht. Also das Signal kommt hier rein und es wird durch den Repeater langsamer gemacht. Hier ist es eben ein Tick. Ich mache nochmal hier F3 an. Jetzt seht ihr, hier rechts an der Seite steht Delay gleich 1. Also es wird um Stufe 1 delayed. Dann haben wir hier, das Ding hier wird mit Stufe 2 delayed. Das wird also hier um 2 Ticks langsamer gemacht an der Stelle. Und hier haben wir zwei, die mit Stufe 1 delayed sind. Und ja, logischerweise 1 plus 1 ist 2. Demnach delayed sich das eben um 2 Ticks. Und das Ding hier haben wir eben auf Stufe 4. Das heißt, es wird um 4 Ticks delayed. Was jetzt allerdings ganz wichtig zu wissen ist, diese zweiten Lämpchen hier, die sind wirklich nur für das Delay da, nur für das Verzögern vom Signal. Das hat keinen Einfluss auf das Verstärken. Ich mache die beiden Dinger mal an. Hier, wie ihr seht, hier ist ein so ein Ding auf Stufe 1. Ich zeige es euch nochmal, Delay Stufe 1.
Und hier sind zwei auf Stufe 4. Ich mache beide an. Und wie ihr seht, das Signal hat zwar etwas länger gebraucht, bis es da hinten angekommen ist. Allerdings, wir sehen, das Signal reicht hier ran. Und hier geht es halt einen Block länger, aber das liegt eben einfach daran, weil da zwei Verstärker stehen. Merkt euch das, da spart ihr euch auch viele Ressourcen. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Die letzte Funktion, die die Verstärker noch haben, sind, oh, man kennt es ja vielleicht, man möchte hier so nebeneinander was bauen, verbindet das mit Redstone, wir wollen, dass hier nur die Lampe angeht, dann schalte ich das Ding an. Allerdings gehen dann leider alle Lampen an, weil eben das Signal hier durch das Redstone immer miteinander verkabelt wird. Und dann ist leider nur die einzige Lösung dafür, dass wir hier einen Block Platz lassen müssen. Und dann ist das mega unangenehm, mega unkomfortabel, dass wir hier so viel Platz brauchen. Wenn ihr die Ressourcen schon habt, dann könnt ihr selbstverständlich einfach einen Verstärker nehmen. Das Ganze wird dann zwar etwas langsam sein, allerdings wird der dann nur das Ding hier aktivieren oder er wird nur das Ding hier bepowern. Die Lampe ist jetzt nur deswegen angesprungen, weil wir haben was gelernt. Hier kommt ein Signal rein, in dem Fall ein hartes Signal. Und weil hier ein hartes Signal ist und hier liegt, die Lampe an, wird die quasi durch die andere Lampe angeschaltet. Wenn ich die anmache, werden alle angehen. Genau. Aber so funktioniert es eben. So kann man sich eben noch ein bisschen Platz sparen. Das Letzte, was die Verstärker zu bieten haben, jetzt aber wirklich das Letzte, sind, dass man die auch fixieren kann. Ich zeige euch das mal. Wenn wir hier so zwei Verstärker einander legen, einer zeigt nach vorne, der andere zeigt so in die Öffnung rein. Wobei, ich könnte es eigentlich theoretisch auch so machen, oder? Nee, tatsächlich nicht. Man braucht einen Verstärker, okay. Ich denke, mit einem Komparator geht's auch, aber mit einem Verstärker seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich zeige euch mal. Wenn wir das Ding jetzt anmachen, machen das Ding noch an, erscheint hier so ein Bedrock-artiges Ding. Die zweite Fackel verwandelt sich so ein bisschen. Und jetzt kann ich an dem Ding rumspielen, wie ich möchte. Ich kann das ein- und ausschalten. Das Ding da wird so lange anbleiben, bis ich die Fixierung, die hier von der Seite ausgeht. Erst wenn ich das Ding ausmache, aktualisiert sich auch das Ding wieder. Und ich kann das Ding jetzt auch mal so anmachen. Jetzt verwandelt sich das Ding wieder in so ein Bedrock-Ding. Und jetzt kann ich hier rummachen, wie ich möchte. Ich kann das umschalten, wie ich will. Das Ding geht einfach nicht an. Erst wenn ich auch hier die Fixierung wieder aufhebe, geht das Signal durch. Und während hier so eine Fixierung ist, ich kann da zwar das Bedrock immer noch, oder hier die Fackel, es ist ja eigentlich immer noch die Fackel, ich kann das zweite Lämpchen immer noch verschieben, allerdings hat das dann auch keine Auswirkungen mehr. Okay. So viel zum Verstärker. Tipp Nummer 4, der Redstone-Komparator. Der Redstone-Komparator, der wird folgendermaßen gecraftet. Als erstes zeige ich euch natürlich das. Wieder drei Cleanstone nach unten. Allerdings haben wir diesmal hier in der Mitte ein Quarz und wir brauchen auch diesmal drei Fackeln, eins an die Seite, eins ganz nach oben und eine ganz nach rechts und dann erhalten wir einen Redstone-Komparator. Auch die haben die Funktion, dass man so ein bisschen Platz sparen kann. Also das geht nicht nur mit den Repeatern, das geht auch mit den Komparatoren. Also dass hier nur eine so ein Ding. Aber das ist jetzt, denke ich, nochmal das Unwichtigste. Was wichtig ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel einer Redstone-Konstruktion wollt, dass das Signal zwar verkürzt wird, weil irgendwie erstmal ein Prozess durchlaufen muss, allerdings ihr nicht wollt, dass es verstärkt wird, dann nehmt ihr am besten die Komparatoren, die verzögern ein Redstone-Signal, ohne es zu verlängern. Ich zeig's euch mal. Ihr seht's. Moment, ich baue das mal kurz nach ohne Komparator. Hier seht das ohne Komparator. Und hier seht ihr das mit Komparator. Ist deutlich langsamer. Also die verzögern das Signal eben, ohne es zu verstärken. Man kann jetzt zwar nicht die verschiedenen Stufen einstellen, aber es funktioniert. Dafür werden die allerdings am wenigsten genutzt. Eine Hauptfunktion ist, dass sie so messen können, was zum Beispiel in einer Truhe drin ist. Die Komparatoren können messen, ob es aufgefüllt ist oder nicht, das Objekt, wo sie anliegen. Also klar, ich könnte jetzt nicht unbedingt einen Holzblock mit irgendwas befüllen, aber es geht jetzt hier zum Beispiel um eine Truhe. Wir sehen, da ist ein bisschen Sandstein drin. Aber wenn ich den rausnehme, wird das Ding hier deaktiviert. Ich tue es wieder rein, jetzt ist es wieder aktiviert. Ihr seht, jetzt sind die Partikel wieder da. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel mal ein bisschen mehr hinmachen. Moment. Merkt euch mal, hier ist nur ein so ein Ding drin, das reicht hier hin. Und wenn ich hier jetzt zum Beispiel noch die ganze Leiste voll mache, dann reicht das schon deutlich länger. Es kann auch ein bisschen messen, wie viel drin ist. Dann, was auch geht, er kann messen, ob Wasser und wie viel Wasser in einem Kessel drin ist. Da kann ich mal schnell Glasflaschen nehmen. Achtet drauf, jetzt geht es bis hierhin, das Signal. Jetzt nehme ich hier mal ein so ein Ding raus. Jetzt geht es noch bis hierhin. Jetzt nehme ich wieder was raus, geht noch bis hierhin. Und jetzt nehme ich auch den letzten Schluck raus, geht
komplett aus. Als nächstes, auch aus einem Ofen kann er was messen. Das ist auch egal, in welchem Slot das ist, ob das hier drin ist oder ganz hier rechts drin ist. Es wird immer abgemessen und auch hier gilt, je nachdem, wie viel drin ist, desto besser. Auch bei Schallplatten oder auch bei Plattenspielern funktioniert es tatsächlich. Bei einer Jukebox, wir können da mal schnell hier den Pickstep rein. Und Moment, jetzt ist hier gerade eine drinne. Okay, egal. Weil ihr seht, jetzt habe ich sie rausgenommen. Jetzt ist kein Signal mehr da. Jetzt mache ich es rein. Jetzt seht ihr, das Signal ist da. Und auch tatsächlich bei einem Endportalrahmen misst er, ob da ein Auge drin ist oder nicht. Da kann man zwar immer nur ein Auge rein tun, aber das funktioniert relativ weit, wie ihr sehen könnt. So viel zu dieser Funktion der Komparatoren. Die haben allerdings noch ein paar sehr, sehr interessante. Und zwar folgendes, Leute. Was ich vielleicht dazu sagen sollte, die Komparatoren haben zwei verschiedene Modi. Das, was ich euch bis jetzt gezeigt habe zu den Komparatoren, das ist Modi unabhängig. Aber was jetzt kommt, das hängt immer vom Modi ab. Wie können wir den Modus von dem Komparator ändern? Ganz einfach einmal Rechtsklick drauf. Dann mal ist die Fackel hier oder das Lämpchen hier an. Noch Rechtsklick drauf, ist er aus. Und davon hängt der Modus ab. Aktuell ist der Komparator im Vergleichsmodus. Ich zeige euch mal, was das bedeutet. Wir haben hier zwei Hebel. Auch die können auch so ein Seitensignal aufnehmen wie die Verstärker. Wir schalten das Ding jetzt einfach mal an. Hier das Signal geht durch den Komparator durch und das Ding hier, die Lampe wird auch angeschaltet. Jetzt könnte ich auch das Ding hier anmachen. Die Lampe wird immer noch anbleiben. Kleiner Spoiler. Denn das liegt daran, dieses Ding ist gerade im Vergleichsmodus und misst, wie stark das Signal noch ist. Wir müssen immer gucken, wie stark ist das Signal, was hier reingeht. Hier geht ein Signal mit einer Power von 12 rein. Seht ihr? Das Nebensignal hat eine Power von 12. Es ist deswegen das Nebensignal, was eben von der Seite rangeht. Hier kann man vielleicht so eine Art kleine Pfeile erkennen. Merkt das hier? So ein bisschen. Und auch an der anderen Seite. Es würde auch von der anderen Seite gehen. Und das Signal, was hier reinkommt, hat eine Power von 13. Und jetzt vergleicht er, okay, hat das Hauptsignal, also was von hinten reingeht, eine stärkere Power oder nicht? Wenn es eine stärkere oder gleich starke Power hat, ich kann es vielleicht auch mal zeigen. So, jetzt hat es eine gleich starke Power. Hat beides Power 13, ist gleich stark, das Hauptsignal wird durchgelassen. Das Hauptsignal ist jetzt stärker, jetzt hat es wieder nur noch die 12. Also hier ist jetzt nur noch die 12, hier ist es die 13. Jetzt geht das immer durch. Was ist allerdings, wenn das Nebensignal stärker ist als das Hauptsignal? Das zeige ich euch jetzt. Ihr seht es schon, ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt. Dass der Komparator lässt das Signal nicht durch. Die Lampe geht nicht an, denn wir haben ein Nebensignal mit der Stufe 15 und ein Hauptsignal mit der Stufe von 13 oder mit der Power von 13. Und er merkt, aha, das Nebensignal ist stärker, ich lasse das Ding dann nicht durch. Der zweite Modus ist der Differenzmodus. Den aktiviert man, indem man hier diese Fackel oder dieses Lämpchen da anmacht. Das zeige ich euch jetzt mal. Wir schalten erstmal natürlich das Hauptsignal wieder ein. Wir gucken, wie lang. Ach so, das kann ich euch vielleicht auch mal schnell sagen, Leute. Ein Komparator spuckt immer das Signal aus, was er aufgenommen hat. Ich kann euch das zeigen. Hier kommt eine Power von 14 rein. Das realisiert er und er spuckt hier auch eine Power von 14 aus. Also ein bisschen verlängern tut das Signal schon, aber nicht so krass, dass es irgendwie sich lohnen würde. Würde ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen. So, das habe ich jetzt auch dazu gesagt. Das ist abgehakt. Jetzt kommen wir wieder zum Differenzenmodus. Hier und das mit dem, dass er immer das Signal ausspuckt, was er aufnimmt, das ist auch Modi unabhängig. So, jetzt gucken wir aber mal. Hier kommt ein Signal raus, welches, Moment, das sind 15, 14 Blöcke lang reicht. Ja, natürlich sind es 14 Blöcke, weil hier kommt ja auch ein Signal mit der Power von 14 raus. So, jetzt machen wir das Ding hier allerdings auch an. Also den Hebel hier. Und ihr seht, das Ding, das reicht nicht mehr so lange. Jetzt reicht es auf einmal nur noch 3 Blöcke lang. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon erklären, das Ding ist im Differenzmodus und hier wird dann immer folgendermaßen gerechnet. Hier kommt eine Power von 14 rein. Hier kommt eine Power von 11 rein. Und er rechnet immer Hauptsignal minus Nebensignal. Und 14 minus 11 ist logischerweise richtig, 3. Und wer hätte es gedacht, das Ding geht hier 3 Blöcke lang weiter durch. Und das macht der Differenzmodus. Und wenn das Nebensignal größer ist, dann spuckt er einfach gar nichts aus. Wenn ich jetzt hier, Moment, ich könnte das vielleicht nochmal ein bisschen weiter weg machen. So, zack. Jetzt kommt hier noch ein Signal von 8 rein. Jetzt rechnet er 14 minus 8, das ist 6. Jetzt reicht es 6 Blöcke lang. Ja, und genauso funktioniert das eben. Ich mache das jetzt mal wieder weg. Und genau das ist auch der Differenzmodus vom Komparator. So.
Kommen wir zu Tipp Nummer 5, müsste es schon sein. Den fünften Tipp, den ich euch geben möchte, sind die Blog-Updates. Was genau sind Blog-Updates? Ich kann euch mal ein Blog-Update zeigen. Das ist ein Blog-Update. Das ist ein Blog-Update. Das ist ein Blog-Update. Das ist ein Blog-Update. Immer wenn sich hier auf einem Blog etwas verändert, das wird als Blog-Update gewertet. So kann es, denke ich, am einfachsten erklären. Und diese Blog-Updates kann man mit einem Observer messen. Oder einem Beobachter, wie es auf Deutsch heißt. Den craftet man folgendermaßen: in die untere Reihe und in die obere Reihe kommt ein bisschen Cobblestone. Links und in die Mitte kommt ein bisschen Redstone rein. Und da hier rechts in der Mitte kommt ein Netherquarz rein. Und dann erhalten wir einen wunderschönen Observer. Und der kann so ziemlich alle möglichen Blog-Updates so erkennen. Ich erkläre euch vielleicht mal dazu. Mit dieser Seite kann man sich vielleicht so merken, hier sieht ein bisschen aus wie ein Auge, hier wird beobachtet und wenn er was merkt, wenn er merkt, aha, da hat sich was verändert, spuckt er auf der Seite hier, wo das rote ist, ein Redstone-Signal aus. Das kann jetzt zum Beispiel ein Hebel sein, man kann auf eine Druckplatte draufgehen, selbstverständlich, auch wenn die wieder hochgeht, ist das auch ein Block-Update, kommt auch so ein Ding hoch. Ein Knopf drücken zählt auch als Knopf-Update, der Knopf geht wieder nach oben, zählt ebenfalls. Hier ein Redstone-Signal, dass es plötzlich angeht, zählt als Signal. Wenn es wieder ausgeht, zählt es als Signal. Eine Tür, die man auf- oder zumacht. Ein Zauntor, eine Falltür. Oder auch hier einen Komparator anmachen oder einen Verstärker. Man kann bei einem Komparator den Modus wechseln. Man kann hier das Delay von einem Verstärker wechseln. Oder auch einfach einen Block davor platzieren oder wegmachen. So, das hatten wir ziemlich am schnellsten durch. Das war es so ziemlich zu den Block-Updates. Wie ihr seht, das ist eigentlich relativ einfach, das Prinzip, allerdings trotzdem sehr, sehr mächtig. Was ich vielleicht dazu sagen kann, wenn ihr wollt, dass ich vielleicht zu irgendeinem von diesen Mechaniken, die ich euch jetzt gezeigt habe, vielleicht etwa ein genaueres Erklärungsvideo haben wollt, eins, wo ich das nicht nur so kurz durchgehe, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann würde ich euch da auf jeden Fall auch ein paar Maschinchen zeigen, die man mit den Sachen bauen kann. Das war Tipp Nummer 5 und als nächstes kommen wir zu Tipp Nummer 6. Der Tipp Nummer 6, den ich euch geben möchte, das ist jetzt die einzige Maschine, die ich euch zeigen werde, und zwar ist das die Redstone Clock. Was ist eine Redstone Clock? Nein, die misst nicht die Zeit, sondern sie wechselt immer ganz schnell zwischen eingeschaltetem und ausgeschaltetem Signal. Ich werde euch jetzt mal so die ziemlich zwei einfachsten Varianten zeigen, eine Redstone Clock zu bauen. Die eine wäre mit Observern. Das hier ist jetzt noch keine vollständige Redstone Clock. Merkt euch, das Ding guckt mit dem Gesicht, wenn man so möchte, hierhin. Und hier müssen wir uns, ist einfach so, wenn wir einen Block platzieren, dann guckt einen immer die Redstone-Seite an. Kann ich vielleicht dazu sagen. Also gehen wir hier hin und setzen den Observer. Und wie ihr seht, Moment, ich nehme das mal raus, das Ding wechselt jetzt immer zwischen an und aus. Und das liegt daran, dass es ist folgendermaßen, der Observer realisiert, dass hier ein Block ist. Daraufhin gibt er ein Redstone-Signal aus. Moment, ich mache das mal an. Wie ihr seht, da kommen jetzt ganz viele Raketen raus. Wunderschön. Auch ein bisschen laut. Also, wir setzen den Observer hier hin. Der Observer merkt, okay, da ist ein Block erschienen. Er sendet ein Redstone-Signal aus. Der Observer merkt, aha, der hat ein Redstone-Signal ausgesendet. Daraufhin sendet er ein Signal aus. Daraufhin merkt der wieder, dass der ein Redstone-Signal ausgesendet hat und sendet wieder ein Signal aus. Und das ist eben eine Endlosschleife. Die zweite Variante ist mit Komparatoren. Dazu muss man es folgendermaßen machen. Wir nehmen einfach mal alles, was wir brauchen. Wir setzen hier einen Komparator hin. Hier ein Redstone-Quell, das können wir, wenn wir wollen, auch hier so ein bisschen weiter weg machen. Ist relativ egal. Dann müssen wir den Differenzmodus schalten. Dann kommt hier nochmal ein Observer hin. Ob der im Differenzmodus sein soll oder nicht, können wir uns aussuchen. Wenn er im Differenzmodus ist, geht es nochmal ein bisschen schneller. Wenn er nicht im Differenzmodus ist, geht es ein bisschen langsamer. Und dann setzen wir hier noch ein bisschen Redstone drumherum. Ich schalte jetzt einfach mal in den Differenzmodus. Und dann sehen wir, wenn wir ihn anschalten, da kommen eben ganz, ganz viele Redstone-Signale. Das liegt daran, hier kommt ein Signal rein, das Signal wird hierhin weitergeleitet. Wir haben hier ein Signal von 15 und das geht dann eben von hier 15, 14, hier 13, hier kommt ein Signal von 13 rein. Daraufhin rechnet das Ding hier 15 minus 13, ne, im Differenzmodus 15 minus 13 ist 2, das Signal reicht nur noch bis hierhin. Darauf schaltet sich das Ding kurz aus. Dann erreicht es auch das hier. Dann haben wir hier noch 15 minus 12, dann haben wir hier eine Signalstärke von 3. Hier kommt eine Signalstärke von 3 dann rein. Daraufhin geht natürlich das Signal, was er hier rausgesendet hat, aus.
Daraufhin haben wir aber kein Signal mehr, was hier irgendwie als Nebensignal gewertet wird oder nichts eingeschaltet ist. Daraufhin lässt er wieder das ganze Signal durch und so weiter und so fort. Das Ding schaltet sich dann eben immer an und aus. Und ja, damit kann man dann eben auch das immer wieder bepowern. Ach, ganz schön laut. Okay. Okay, also Leute, ihr müsst es nicht so bauen, es reicht, wenn es einfach nur so macht und eben im Differenzmodus schaltet. Ja, okay. Das ist relativ merkwürdig. Als ich die Aufnahme aus hatte, hat es nicht funktioniert. Vielleicht liegt es auch an der Aufnahme, keine Ahnung. Könnt ihr selber ausprobieren, Leute. Das ist auf jeden Fall, wie man Clocks einsetzt. Und der letzte Tipp, den ich euch geben möchte, Leute. Tipp Nummer 7, Leute, ist einfach folgendes. Wenn ihr wirklich besser in Redstone werden möchtet, dann macht das nicht, indem ihr euch bei irgendwelchen Redstone-Tutorials raussucht, wo man zum Beispiel, keine Ahnung, eine automatische Farm oder sowas baut, und das einfach nur stur nachbaut. Nur weil ihr das dann nachgebaut habt und es funktioniert, heißt das nicht, dass ihr besser in Redstone geworden seid. Das heißt einfach nur, dass ihr es abgebaut habt. Genau dasselbe wie, als würde ich hier in der Mathearbeit von meinem Nachbarn abschreiben, hätte dann plötzlich eine 1 bekommen, würde denken, ich bin besser in Mathe geworden. Das ist nicht der Fall. Wenn ihr besser in Redstone werden wollt, dazu müsst ihr nicht unbedingt irgendwie eigene Maschinen entwerfen. Das müsst ihr gar nicht. Nur es ist eben genau wie bei dem Beispiel mit der Mathearbeit oder bei was auch immer für eine Arbeit. Ihr müsst eben selber nachvollziehen können, was passiert. Also sucht euch am besten ein Redstone-Tutorial raus, schaltet euch wie ein YouTuber, der es euch erklärt, das eben baut und versucht nachzuvollziehen, okay, warum macht die Maschine das, was sie macht? Das ist das Wichtigste. Und auf die Art und Weise werdet ihr eben dann auch besser in Redstone. Das ist so ziemlich der kleinste, aber auch der wichtigste Tipp, Leute. Einfach nur stures Abbauen wird euch nicht weiterbringen. Wenn ihr einfach nur stur abbauen wollt und nicht wirklich daran bedacht seid, besser in Redstone zu werden, dann seid ihr bei diesen Tutorials hier falsch. Aber ich denke, ihr habt deswegen hier drauf geklickt, weil ihr das auch wissen möchtet. Okay, meine schleimklebrigen Freunde, damit bedanke ich mich dann fürs Zusehen. Lasst natürlich sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, checkt auf jeden Fall auch die Videobeschreibung aus. Da findet ihr allerlei nützliche Links, wie zum Beispiel unseren Discord-Server. Da könnt ihr unter anderem auch Vorschläge für neue Videos machen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, Leute. Danke fürs Zusehen. Tschö mit Ö und ciao mit V. Passt auf euch auf.